Was ist der Unterschied zwischen einer Nesselzucht und einer Urtikaria? Da gibt es keinen Unterschied. Das sind zwei Worte für dieselbe Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, die früher auch unter dem Namen Nesselfieber bekannt war, im Englischen als Hives bezeichnet wird. In praktisch jeder Sprache gibt es wenigstens ein Wort, das diese Erkrankung beschreibt. Dahinter versteckt sich aber immer eine Gruppe von Erkrankungen, die durch das Auftreten von Quaddeln und Angioödemen beschrieben wird. Wie häufig ist eine Urtikaria? Ja, Urtikaria ist etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt. Wahrscheinlich eine der häufigsten Hauterkrankungen überhaupt. Und wenn man mal im Bekannten- und Freundeskreis nachfragt, hat fast jeder schon mal eine Urtikaria gehabt. Wenn man ehrlich ist, hat man wahrscheinlich selbst schon eine gehabt, damals, als man als Kind in Brennnesseln gefasst hat. Auch das ist eine Form der Urtikaria. Wenn wir aber jetzt über echte Urtikaria-Erkrankungen, also solche, die über längere Zeit bestehen und nicht durch Brennnesseln verursacht sind, sprechen, dann ist es so, dass mindestens jeder Vierte einmal in seinem Leben eine solche Episode durchmacht. Glücklicherweise ist bei den meisten Patienten das Auftreten von Quaddeln und Angioödemen bei einer solchen Urtikaria auf wenige Tage bis Wochen beschränkt. Wir sprechen dann von einer akuten Urtikaria. Aber es gibt auch Patienten, die viele Wochen, Monate und Jahre Urtikaria haben, die sogenannte chronische Urtikaria. Und wir gehen heute davon aus, dass ungefähr jeder hundertste Patient, also 1% aller Menschen, eine chronische Urtikaria haben. Ist Urtikaria eine Frauenkrankheit? Ja und nein. Also es ist schon so, dass man zu jedem Zeitpunkt, in jedem Alter und egal ob Mann oder Frau, eine Urtikaria bekommen kann. Aber es ist auch so, dass die häufigste Form der chronischen Urtikaria, also länger als 6 Wochen Beschwerden, bei Frauen auftritt. 2:1 ungefähr das Verhältnis, wobei uns noch nicht ganz klar ist, warum das so ist. Jedenfalls haben Frauen ein höheres Risiko, an einer chronischen, spontanen Urtikaria zu erkranken als Männer.